Herzlich willkommen zum Leihmedia-Kurzbericht für Montag, den 13. September 2021. Heute werfen wir einen Blick auf Australien, ein Land, das sich in der aktuellen Krise einen nicht sonderlich erfreulichen weltweiten Ruf eingehändelt hat. Innerhalb der Aufklärungsbewegung steht Australien fast schon symbolisch für jene freiheitsberaubende Dystopie, die uns bald überall auf der Welt erwarten könnte. Die dort von der Regierung ergriffenen Maßnahmen fußen auf keiner nachvollziehbaren Logik und entbehren sich jeglicher Verhältnismäßigkeit. Schon ein Blick auf die offiziellen Zahlen genügt, um zu erkennen, dass es hier um etwas anderes als eine angemessene Reaktion auf ein gefährliches Virus gehen muss. Während der ersten Welle verzeichnete Australien nie mehr als 450 Fälle pro Tag, bei der zweiten Welle erreichte der Wert die 750er-Marke und aktuell in der dritten Welle klettern die täglich gemeldeten positiven PCR-Tests auf 1700. Insgesamt wurden in den letzten 20 Monaten nur 75.000 positive PCR-Tests in Australien gemeldet, also haben sich bisher etwa 0,3% der australischen Bevölkerung infiziert, 99,7% der Bevölkerung sind nie mit dem Virus in Kontakt gekommen. Damit liegt Australien nur auf Platz 115 von 198 auf der Liste der Länder mit den meisten Fällen seit Beginn der Pandemie. Sogar das kleine Land Bahrain mit nur 1,6 Millionen Einwohnern hat viermal so viele Fälle wie Australien mit 25 Millionen Einwohnern. Und noch weniger bedrohlich erscheinen die täglich mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle in Australien. Das Land hat im Verlauf der gesamten Pandemie nie mehr als 25 Todesfälle pro Tag gemeldet. Von November 2020 bis Juli 2021 ist praktisch niemand an dem Virus gestorben. In den letzten 20 Monaten sind insgesamt nur 1000 Menschen in Australien an oder mit dem Virus gestorben, also im Durchschnitt 1 bis 2 Menschen pro Tag im ganzen Land. Damit macht das Virus nur 0,4% aller Todesfälle in Australien aus. Von 1000 Toten sind 996 an allem außer dem Virus gestorben. Eigentlich könnte sich die australische Regierung angesichts dieser Zahlen selbst auf die Schulter klopfen, den Menschen ihre Freiheit zurückgeben und Normalität einkehren lassen. Stattdessen erreichen uns solche Meldungen aus Australien. Die Tagesschau schreibt: Strenge Beschränkungen. Australien wird zur Anti-Corona-Festung. Australien bekommt die Delta-Variante nicht unter Kontrolle. Die Regierung verlängerte daher den Lockdown bis Ende September. Nun kommt kaum ein Bürger raus und wieder rein. In Sydney eskalieren die Proteste. Ja, tatsächlich haben die einzelnen australischen Bundesstaaten mit die härtesten Lockdowns weltweit eingeführt und diese für Monate aufrechterhalten. Zahlreiche Regionen befinden sich nach wie vor im Knallhart-Lockdown. Die Bürger werden mit Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, Maskenpflicht in der Öffentlichkeit und Social Distancing drangsaliert. All das hat die australische Regierung unter dem Zero-Covid-Programm zusammengeführt, bei dem die Anwendung drakonischer Maßnahmen mit dem Ziel, 0 Fälle pro Tag zu erreichen, gerechtfertigt wird. Sogar Überwachungsdrohnen kommen mittlerweile zum Einsatz, um die Maßnahmen zu kontrollieren. Bei Verstößen drohen Strafen in Höhe von tausenden US-Dollar, dazu Artikel von NBC News. Die australische Regierung hat auch schon deutlich gemacht, dass es keine Rückkehr zur Normalität geben werde. Stattdessen müsse man Systeme einführen, die ein Leben mit dem Virus ermöglichen. Die Premierministerin des australischen Bundesstaates New South Wales kündigte zum Beispiel an, dass Ungeimpfte zukünftig aus der Gesellschaft ausgeschlossen und wesentlich weniger Freiheiten haben werden. So baut die Regierung derzeit Quarantäne-Camps, in die man alle infizierten Ungeimpften und ihre ungeimpften Kontaktpersonen verfrachten wird. Howard Springs near Darwin is held up as the gold standard of quarantine. Separate cabins, on-site testing, catering, and so far no known breaches. But the Queensland government reckons it can do better. Die Identifikation der unbeugsamen Ungeimpften wird ebenso wie in China und Israel über den digitalen Impfpass erfolgen. Australiens Gesundheitsminister sagt auch ganz klar, dass die Ungeimpften mit etwas mehr Freiheit zur Impfung gelockt werden sollen. At this stage, the greatest incentive is freedom. If you're vaccinated, you are going to be able to participate in the economy. Das ist kein freiheitlich-demokratisches System mehr. Das ist eine Gesundheitsdiktatur. Die australische Gesundheitsbeamtin Dr. Cary Grant sprach dann das aus, was wir uns ohnehin schon denken. We will be looking at what contact tracing looks like in the new world order. And yes, it will be pubs and clubs and other things if we have a positive case there. Sie nennt es also ganz offen die neue Weltordnung, die nun anscheinend auch keine Verschwörungstheorie mehr ist. Zur Erinnerung, all das wird mit durchschnittlich 100 positiven Tests und einem Toten pro Tag gerechtfertigt, in einem Land mit 25 Millionen Einwohnern. Doch die Bevölkerung erkennt langsam den Betrug und die tatsächlichen Absichten,
In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Aufständen und Protesten. Cross over! Everyone, go across the border! Cross over! They cannot arrest all of us! Meiner Meinung nach ist Australien das Testzentrum dieser neuen Ordnung. Dort wird erprobt, wie weit man es mit einer westlich geprägten Bevölkerung treiben kann, bevor Revolte ausbricht. Deswegen ist es wichtig, dass sich diese Informationen verbreiten und wir den Scheinwerfer auch auf Australien halten. Auch wenn Australien der Vorreiter sein mag, früher oder später soll der gesamte Westen folgen. So probiert der demokratische US-Präsident Biden derzeit das gleiche Zwangssystem zu implementieren, stößt dabei aber auf den Schutzwall republikanischer Gouverneure, die sich zwischen Biden und ihre Bevölkerung stellen. Falls ihr mehr über diese spannenden Entwicklungen in den USA erfahren möchtet, dann folgt gerne meinem Telegram-Kanal Leihmedia TV. Dort ist gestern ein Video-Update dazu erschienen. Den Link zu meinem Telegram-Kanal findet ihr direkt unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mich würde es freuen, wenn ihr auch zum nächsten Video wieder einschaltet und bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ciao. Thank you.